Herzlich willkommen zu Gut zu wissen. Es passiert viel öfter, als man denkt, und hinterher will es keiner gewesen sein. Doch das hohe Prozesskostenrisiko lässt viele davor scheuen, tatsächlich einen Prozess anzustrengen im Falle eines Unfalls. Bei mir im Studio begrüße ich Dirk Storm von den Itzehoer Versicherungen. Hallo, Herr Storm. Hallo, Frau Zöller, vielen Dank. Gibt es auch konkrete Zahlen, wie viele tatsächlich einen Prozess scheuen? Ja, interessante Frage. Nach aktuellen Umfragen scheint es so zu sein, dass zwei Drittel den Prozess nicht durchziehen würden, weil sie Angst haben, die Kosten selbst zu tragen und darauf sitzen zu bleiben. Das wäre ein hoher Anteil. Pro Jahr ereignen sich rund 2,5 Millionen Unfälle auf Deutschlands Straßen. Kompliziert wird es immer dann, wenn die Schuldfrage ungeklärt ist. Betreffen kann das jeden. Ganz egal, ob als Fahrer, als Fahrgast in öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Viele, die eigentlich im Recht sind, klagen ihren Schaden nicht ein. Sie scheuen das hohe Prozesskostenrisiko. Denn Gerichtskosten, Zeugengelder, Sachverständigengebühren und Vollstreckungskosten, das kann teuer werden. Über welche Beträge sprechen wir denn in etwa, wenn wir über Prozesskosten sprechen? Was kommt da zusammen? Ja, da mag man sich ganz schön täuschen. Bei einem Verkehrsunfall, wo es um einen Streitwert von 10.000 Euro geht, das kommt schnell zusammen. Ja, da kann schon der Prozess in der ersten Instanz 4.500 Euro kosten. Und das ist natürlich ein hohes Risiko, wo sich mancher scheut, das Risiko auch so einzugehen. Was tut denn eine Rechtsschutzversicherung für mich tatsächlich? Ja, also sie übernimmt alle Kosten des Rechtsstreits, wie auch schon im Bericht genannt. Sie nennt ihn aber auch einen guten Anwalt, der vielleicht der Richtige für sie ist. Ebenso bei der Itzehoer Versicherung gibt es auch eine kostenlose Anwaltshotline, also auch für Dinge, die außerhalb dessen sind. Also da kann man sich jederzeit auch beraten lassen zu anderen Rechtsthemen und Rechtsgebieten. Es ist ja ein sehr diffiziles Thema, sehr kleinteilig auch. Wo kann ich mich denn da umfänglich informieren? Ja, also die Vertrauensorte der Itzehoer sind in Hamburg vielfach vertreten. Wie auch in der Grafik zu sehen, kann man da die Kollegen aufrufen. Und die stehen auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, um das Richtige dann auch zu empfehlen dafür. Ja, wunderbar, Herr Storm. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war's von uns. Liebe Zuschauer, tschüss, bis zum nächsten Mal.